Lehrer für die kleinen Inputs, die ich seit roundabout 4 Jahren mache, würde ich am liebsten mal Hausaufgaben abfragen. Und dich fragen, hast du 1. Korinther 13, 4 bis 7 mal zweimal durchgelesen, einmal mit Einsatz von Jesus und Einsatz von deinem Namen. Die Liebe, es ging da um die Liebe. Die Liebe ist, und ja, ich hatte dir das empfohlen am Freitag. Wenn du es noch nicht geguckt hast, mach's doch einfach mal, lies mal diese 4 Verse oder 3 Verse über die Liebe und setz dann mal den Namen Jesu ein. Also Jesus ist langmütig und dann setz mal deinen Namen ein. Martin oder wie immer du auch heißt, ist langmütig und freundlich und beneidet nicht und so weiter und so fort. Um einfach mal zu sehen, eben das eine ist der Lebensstil Jesu, den du dann siehst, der dort in wenigen Versen aufgezeichnet wird. So war er, so hat er gelebt und so ist er natürlich immer noch. Und das andere ist halt, wo wir noch viel zu lernen haben. Also ich möchte dir einfach empfehlen, das mal zu machen. Ansonsten habe ich jetzt hier schon lange gesessen und es ist mir zum ersten Mal so gegangen, dass mir irgendwie kein neuer Impuls kam. Es gibt ja bei dem Lebensstil Jesu, also nochmal ein bisschen aufgerollt, wir sind bei, wie kann ich ein ertragreiches Leben führen? Und wir haben über das Dienen nachgedacht, über Dankbarkeit, über Großzügigkeit und über einen liebevollen Lebensstil. Und bei der Liebe gibt es ja jetzt keine Entschuldigung, so nach dem Motto, ja, ich habe das nicht, weil es ja keine Gabe ist, sondern die Liebe ist eine Frucht. Gehört zur Frucht des Geistes, kannst du nachlesen, Galater 5, 22, Liebe, Geduld, Freundlichkeit und das sind so eine ganze Reihe aufgezählt. Dann sagt Paulus uns auch, wo steht es, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe, also das ist da. Und Römer 5 heißt es auch noch zusätzlich, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Also ich kann mich jetzt irgendwie nicht rausreden und sagen, ja, ich fühle da nichts und ich habe da jetzt auch keine geistlichen Schmetterlinge im Bauch und deshalb bin ich halt oft so ein Stoffel, sondern der Lebensstil der Liebe, der muss gelebt werden. Liebe ist eine Entscheidung. Und deshalb wiederhole ich das eben nochmal von der letzten und vorletzten Woche eben, weil ich wirklich glaube, hier ist eine der wichtigsten Dinge, wenn wir etwas wirklich für diese Welt tun wollen. Und das heißt nicht jetzt so weltweit einfach, sondern für deine Welt, da wo du lebst, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in deiner Familie, für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für was auch immer. Wenn du da ein ertragreiches Leben, wo die Ernte auch auf dein Konto geschrieben wird, leben willst, dann kommst du in einem Lebensstil der Liebe nicht rum. Und das kann man sich jetzt einmal anhören und dann sagen, mal gucken, was Mittwoch kommt. Aber ich möchte da ein bisschen dranbleiben und deshalb noch diese Wiederholung eben. Das ist etwas, was uns Christen auszeichnen soll. Diese Freundlichkeit und diese voller Güte, sie ist also freundlich, voller Güte, mit langem Atem. Es gibt da keinen Neid bei der Liebe, sie lässt sich etwas sagen, ihr geht es um die Wahrheit und also Dinge, die ja den Christen oft vorgeworfen werden, weil diese Welt das nicht erlebt, in Kirchen und dummerweise auch in Freikirchen. Und deshalb darfst du und darf ich, wir dürfen eine Ausnahme machen und wir dürfen wirklich sagen, oder wenn Menschen uns begegnen, dass sie sagen, ich habe da mal einen getroffen, alle Achtung. Der hat seinen Glauben auch ausgelebt. Da habe ich etwas von gespürt, wie er mit mir umgegangen ist, wie er mich behandelt hat, wie er über mich geredet hat und so weiter und so fort. Deshalb bleib einfach dran. Ich würde sagen, die Liebe ist wirklich das Allentscheidende an diesem Punkt, dass wir nicht sagen, okay, mal gucken, was für Prinzipien noch kommen und dann wähle ich mir etwas Geschicktes aus. Denk nochmal daran, die ersten Verse von 1. Korinther 13, ohne Liebe ist letzten Endes alles sinnlos und vor allen Dingen nicht ertragreich. Deshalb, sorry, ich habe dich nur noch mal am Anfang der Woche jetzt erinnert und ich werde bis Mittwoch hoffentlich eine Idee bekommen von Gott, dass ich ein neues Prinzip für ein ertragreiches und gesegnetes Leben dir weitergeben kann. Komm gut in die Woche. Und ich hoffe, dass deine Woche wirklich eine gute Woche wird, eine bewahrte Woche.
eine geschützte Woche, dass du viel Gutes erlebst. Und wenn du möchtest, sehen wir uns am Mittwoch und dann am Freitag wieder. Gott segne dich.